Ubisoft. Willkommen zu Assassin's Creed, oder wie ich es nenne, alles ist eine Leiter. Ubisoft beginnt jedes Spiel dieser Serie seit 2007 mit diesem Disclaimer, damit sie von den amerikanischen Verbrauchern nicht wegen Gotteslästerung verklagt werden können. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Ich bin zwar kein Genetiker, aber ich wage diese Aussage zu bezweifeln. Willkommen bei Helix. Unternehmen, welches Technologie zum Erleben genetischer Erinnerung erfunden hat und damit mehr Geld macht als Apple, hat immer noch das Bedürfnis, böse zu sein. Arschgroßer Türklopfer ist arschgroß. Bevor dort irgendwer weiß, was los ist, werden auch schon die Alarmglocken geläutet. Man hat uns verraten! Zieht die Schwerter! Verteidigt den Tempel! Unnötige Anweisung. Edenschwert ex machina. Außerdem, so klingt kein Schwert, wenn es unter einen Lederriemen gesteckt wird. Anstatt Schatten wirft dieses Buch Blutflecken auf die Kleidung des Templers. Dieses Schwert ist sehr mächtig, also packe ich es lieber weg, anstatt damit den Überfall abzuwehren. Plötzlich habe ich The Last of Us Flashbacks. Okay, ich habe ein Bild. Warum muss man uns stets davon überzeugen, dass Videochat komprimiert und laggy sein muss? In Science-Fiction-Filmen der 80er und 90er hat es ja Sinn gemacht, aber dieses Game spielt in unserer Gegenwart und Videochat ist nicht annähernd so schlecht wie ständig gezeigt. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Bishop rekrutiert einen Typen, der sich eine Geschichtssimulation ansieht, erklärt ihm, wie böse Abstergo ist und erwartet, dass er seine ganze Zeit damit verbringt, völlig fremden Menschen zu helfen. Keine Ahnung, was du über Leute weißt, die Videospiele spielen, aber heutzutage kannst du froh sein, wenn du überhaupt einen Like auf Facebook bekommst. Ja, ist gleich soweit. Wie viele Webcams hat Bishop eigentlich? Immer wenn sie sich am Schreibtisch bewegt, wechselt die Kameraeinstellung. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Oh, jemand ist gut mit Mementos toter Familienmitglieder ausgerüstet. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Elise legt ihren Finger auf Arnos Mund, anstatt auf ihren eigenen, um Sch zu machen. Kinder machen sowas nicht. Dies ist eine eher erotische Geste und bei Kindern absolut unangemessen. Es war meine Schuld. Ich hab den Apfel genommen. Außerdem Hauptcharakter weglocken, damit er wichtiges Ereignis verpasst, Klischee. Arnos Vater ist tot und er wird sofort von einem reichen Aristokraten adoptiert. Sollte man nicht erst sicherstellen, ob es noch eine Mutter gibt? Außerdem haben wir solch einen Anfang nicht schon mehrfach in Assassin's Creed Spielen gesehen. In Assassin's Creed 2 sah Ezio die Hinrichtung seines Vaters und die seiner Brüder. Später in Brotherhood ermordete man seinen Onkel und in Assassin's Creed 3 musste Connor zusehen, wie seine Mutter starb. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, so ziemlich jeder Hauptcharakter in Ubisoft Spielen wird durch ein totes Familienmitglied motiviert. In Watch Dogs war es die Nichte, in Far Cry 3 der Bruder und in Far Cry 4 geht es um die Asche der Mutter. Man möchte glauben, Ubisoft stellt gerne Autoren mit traumatischer Kindheit ein. Du kannst nicht ehrlich verlieren, also wirst du zum Dieb, du Bastard! Nur die Ruhe, Viktor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wenn dir diese Uhr so viel bedeutet, warum hast du sie dann beim Zocken eingesetzt? Und warum würde jemand eine kaputte Uhr als Spieleinsatz akzeptieren? Frodo-Apparat für Arme. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Schwanzsperre. Sorry, mir ist kein besseres deutsches Wort für Cockblocking eingefallen. Was gibt es, mon ami? Ein Brief für Sieur de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig, Blutperrot. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Arnaud hat keine Ahnung, wie viel dieser Brief mit tot umfallen zu tun hat. Mes excuses. Bösewicht tritt bereits im Prolog, aber ohne Kontext auf. Auf einen Turm klettern, um Teile der Karte freizuschalten. Ubisoft nutzt noch immer diese Mechanik, kein anderes Spiel. Außer Shadow of Mordor, welches Assassin's Creed mit Absicht nachmachen wollte und ironischerweise besser damit angekommen ist. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Du bist ein Mündel, so wie Theon Greyjoy in Game of Thrones. Was bedeutet, du lebst bei einer fremden Familie, in der dich kaum einer mag. Arnaud. Le Chevalier du Telem. Die Einladung, s'il vous plaît. Ja, ich hatte natürlich eine, aber auf dem Weg. Kein Zutritt, ohne Einladung. Arnaud will auf diese exklusive Party, aber anstatt gleich über den Zaun zu klettern, versucht er ohne Einladung durch den Haupteingang zu gelangen, nur um danach über den Zaun klettern zu müssen, weil sie ihn ohne Einladung nicht durch den Haupteingang lassen.
Hey, weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben, als mein Vater getötet wurde und Dana mich adoptiert hat? Was uns praktisch zu Geschwistern macht? Außerdem voyeuristisches Gemälde-Klischee. Trägst du etwa einen Anzug meines Vaters? Schwester, hast du deinen Vater mal gesehen? Er würde niemals in diesen Anzug passen. Monsieur de la Serre! Monsieur de la Serre! Echt jetzt? Der Adoptivvater wurde auch getötet? Scheinbar erlebe ich hier gerade das Intro drei verschiedener Assassin's Creed Games in nur einer Stunde. Wachen! Hilfe! Mörder! Unmittelbare Palastwachen bekommen nichts mit, auch nicht als Arno zweimal der Lassers Namen gerufen hat. Erst als der Typ in der Ecke angefangen hat zu schreien, kommen sie herbeigeeilt und gehen sofort davon aus, dass Arno der Mörder ist und nicht der Mann, der eben um Hilfe gerufen hat. Ich bezweifle, dass man eine Violine mit in den Knast nehmen darf. Die töten uns! Oh Gott, hab Gnade! Sie töten die Gefangenen hier drin! Das reicht jetzt, du Perverser! Dieser Typ ist nicht der Hauptcharakter. Wo hast du das her, Pisspot? Das zweite Mal, dass Arno seine Taschenuhr verliert und die Mission darin besteht, sie zurückzuerlangen, weil Assassin's Creed, wir lieben Wiederholungen. Gefängnisse erlauben Inhaftierten den Besitz von Übungsschwertern, damit sie für ihren bevorstehenden Ausbruch trainieren können. Komm her, du kleiner Pisspot, nimm deine Hände weg! Warum wird Arno von Belek ständig Pisspot genannt? Belek nannte Arnos Vater immer Pisspot, weiß aber zu diesem Zeitpunkt nicht, dass es sich hier um den Sohn handelt. Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Hat es keinen einfacheren Weg gegeben, diese Glyphen zu finden? Zum Beispiel eine Wache zu bestechen, anstatt sich in sämtliche Gefängnisse einsperren zu lassen? Überleg mal, wie viel Zeit du damit verschwendet hast. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arno. Natürlich war er das, so wie jeder tote Vater eines Assassinen, außer in Black Flag, wo die Rollen vertauscht wurden. 3 Monate und eine kurze Trainingsmontage später kommen 2 Wachen grundlos in diese Zelle, damit Arno und Belek ausbrechen können. Worauf wartest du, Pisspot? Zeit zu springen. Also warum bist du da nicht schon mal vorgesprungen? Er ist tot. Scheißegal, ob sich da unten ein Haufen Stroh oder Wasser befindet. Und er ist auch tot. Nach einer ganzen Stunde Spielzeit spucken wir die Titelkarte aus, wie in jedem Teil dieser Serie. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Ich bin hier auf Arnos Seite. Er hat sein Bestes gegeben, den Brief zuzustellen. Er hat die Kutsche gejagt, ist auf eine politische Versammlung geschlichen und konnte ihn am Ende nur noch in Delassers Büro hinterlassen. Außerdem, in diesem Brief wird Delassere vor einem Anschlag gewarnt. Aber sollten führende Templer nicht immer auf Angriffe gefasst sein? Eine Medaille öffnet eine geheime Tür zu einem Assassinenversteck. Wäre es nicht so einfach, solch einen Schlüssel nachzumachen? Wer würde nicht in ein dunkles Loch im Boden springen, ohne zu wissen, was sich da unten befindet? Was hier links im Bild so merkwürdig aussieht, ist keine echte Tiefenschärfe. Es ist ein Charaktermodell mit niedrig aufgelösten Texturen, welche einfach ausgetauscht werden, um eine Tiefenschärfe zu simulieren. Die Führungsetage dieser Bruderschaft hat dort rumgesessen und auf Arno gewartet, ohne zu wissen, ob er überhaupt hier auftaucht. Sie haben sogar einen Kelch mit Drogen für ihn vorbereitet. Diese Assassinenbruderschaft hat dasselbe Aufnahmeritual wie jede Studentenverbindung auf einem College. Ich habe mich immer gefragt, wie sich der Effekt von Drogen verabreichenden Ritualen bestimmen lässt. Woher weiß man, dass die Person auch wirklich Halluzinationen in Bezug auf etwas Wichtiges hat? Die meisten Menschen träumen unter Drogeneinfluss immer irgendeinen Scheiß. Aber in der Unterhaltungsindustrie träumt die Person immer von Dingen, welche tief im Unterbewusstsein begraben liegen oder vergessene Erinnerungen oder irgendein anderer unwahrscheinlicher Schwachsinn. Als Novize der Assassinenbruderschaft. Obwohl Arno noch nie eine versteckte Klinge hatte, weiß er auf Anhieb, wie man sie benutzt. Wenn du Start drückst, wirst du ein Assassine. Arno musste Drogen nehmen, um der Bruderschaft beizutreten. Der Spieler muss sich ein YouTube-Video ansehen. Gute Wahl. Willkommen bei den Assassinen, Novize. Spiel tut so, als hättest du eine Wahl, gibt dir aber nur einen Knopf zum Drücken. Dieses Video ist übrigens keine Geheiminformation, sondern eine in After Effects animierte Präsentation, welche vermutlich gemacht wurde, um Sponsoren zu angeln. Wenn wir den Code knacken, wenn wir das komplette Vorläufergenom sequenzieren, können wir unser Wissen immens erweitern. DNA zerfällt nach ca. 500 Jahren und die Vorläufer existierten vor über Zehntausenden von Jahren. Abstergos Ziel, sich die DNA der Vorläufer nutzbar zu machen, wird von derselben Logik gefickt wie die Story von Jurassic Park. Es zeigte sich, dass Arno irgendwann mit einem Weisen in Kontakt kam. Wir müssen herausfinden, wo und wann diese Treffen stattfanden. Woher willst du das wissen, wenn du keine Ahnung hast, mit wem sich Arno getroffen hat? In vorherigen Spielen gaben unsere Opfer uns ein Geständnis, wenn sie assassiniert wurden. In diesem sieht man ihre Erinnerungen. Wie? Nein, ich frage ernsthaft, wie geht das, weil es keinen Sinn ergibt? Sollen wir eigentlich Arnos Erinnerungen erleben oder ein Spiel im Spiel spielen, weil diese Serverbereinigungssegmente soeben die sowieso schon wackelige Logik ins Klo gespült haben? Du bist jetzt außerhalb der Hauptsimulation. Das hält dir Abstergo eine Weile vom Hals. Aber du wirst auf jede Menge unvollständigen und beschädigten Programmcode stoßen. Schwester, du hast keine Ahnung, wie recht du hast. Thank you.
Dieser Abschnitt erfüllt einzig den Zweck, sämtliche Errungenschaften der Franzosen zu zeigen, selbst wenn diese noch nicht während der Französischen Revolution existierten. Du hast dich heute als wahre Assassine bewiesen. Und ein wahrer Assassine braucht das rechte Werkzeug. Die versteckte Klinge und die Rauchbomben waren also nur, was ihr gerade zur Hand hattet? Die versteckte Klinge und die Rauchbomben sind alles, was ein Noob zuerst bei uns bekommt. Was ist das für ein Ort? Wie in fast jedem Assassin's Creed-Spiel bekommt der Protagonist eine Immobilie zum Verwalten, Ausbauen und um Einkommen zu generieren. Der Unterschied liegt nur darin, dass Arno ein Niemand ist. Ezio kam aus einer reichen Familie, welche eine befestigte Ortschaft besaß. Connors Mentor Achilles hatte ein großes Stück Land und Edward Kenway hat sich eine Insel in der Karibik verschafft. Arno, welcher seit einem Tag Assassine ist, weil sein Vater einer war, bekommt eine Gaststättenvilla? Einfach so? Ich dachte immer, iss einen Apfel, damit du mehr wie ein Arschloch aussiehst, ist ein Scherz für solche Momente in Filmen. Aber sieht selbst... Bringt ihn in die Klinik und lasst die Wunde ausbrennen. Dann schickt ihn zurück auf die Straße. Oh Mann, die haben SpongeBob damit reingezogen, oder? Diese Erinnerung ist fehlerhaft. Es hat sich so abgespielt. Gibär, kommt weg da! Wachen! Hilfe! Und nicht so. Zu viel von des Königs Champagner? Gibär, kommt weg da! Warum kann Arno die Erinnerung seiner Opfer eigentlich nicht in First Person sehen? Dann würde er den Drahtzieher mit der Kapuze erkennen und sich einiges an Ärger sparen. Außerdem, Bösewicht trägt Kapuze-Klischee. Jedes Mal, wenn ich denke, der Wahrheit näher zu kommen, scheine ich nur eine neue Schicht Schmutz aufzuwirbeln. Arno, willkommen im Assassin's Creed-Universum. Intrige. Eine sich schnell verdichtende Handlung. Fügt etwas Gewalt und lüsternde Priester hinzu und ihr habt den Anfang eines wunderbaren Romans. Und Game of the Year. Oder zumindest ein besseres als dieses hier. Genau so eine Klinge tötete Monsieur de la Serre. Jemand benutzt eine leicht zu identifizierende und nachverfolgbare Waffe, mit der es schwer ist, jemanden zu töten und ungefähr die Größe einer Haarnadel hat. Was immer er plant, es ist groß. Und auf der ersten Seite von diesem Verzeichnis, welches du gerade erst aufgeschlagen hast, was keinen Sinn macht, da auf der ersten Seite der älteste Eintrag stehen sollte. Nun weiß ich, wo ich euch finde. Verdammt, er hat sogar seine Adresse auf die erste Seite geschrieben. Das sind nur Kerzen und dennoch entflammen sie wie eine Öllampe. Warum stehst du da noch rum, nachdem du die Kerzen runtergeworfen hast, um das Schießpulver zu zerstören? War dir doch klar, dass alles in die Luft geht. Vergiftet. Das kannst du durch einen Blick darauf feststellen? Leck wenigstens mal dran und spuck es wieder aus, das würde ich dir eher abkaufen. Richte eine Waffe auf den Hauptcharakter, um den Typ hinter ihm zu erschießen, Klischee. Klar, ich erkläre es dir später. Arschlöcher mit Musketen können wir mal schießen, ohne nachzuladen. Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Das Gespräch zwischen den beiden aufmerksam zu verfolgen, ist wegen der lauten Diskussion in diesem Café fast unmöglich. Ich sah ihn. Was? Was? Sie sind etwas paranoid, wenn es um ihre Sicherheit geht. Zweimal rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Wie ich sehe, ist Elise bestens zur Templerin ausgebildet worden. Frage mich nur, warum Arno dies nie aufgefallen ist, da die beiden ja miteinander aufgewachsen sind. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick! Elise bietet den Assassinen eine Kooperation an und kaum einer begrüßt dies. Die Assassinen bekämpfen die Templer seit Hunderten von Jahren. Haben sie nie Spione in den Kreisen ihrer Feinde gehabt, um sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen? Kein Wunder, dass sie immer wieder auf den Arsch bekommen. Arno, schau. Das ist er. Er hat meinen Vater getötet. Und wieder ist die wichtigste Information in einem Buch gleich auf der ersten Seite. Ich war's nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss umgehend den Rat informieren. Sie können helfen. Nein! Die trauen mir ja eh nicht. Sie würden mich verdächtigen, und zwar sofort. Es gibt keinen Grund, Elise für die Ermordung von Mirabeau zu verdächtigen. Mirabeau war der Einzige, der Elise bei ihrem Gesuch unterstützt hat. Warum sollte man die Mordwaffe zurücklassen? Es sei denn, man will den Verdacht in eine falsche Richtung lenken. Die Waffe, durch die dein Vater starb. Das ist ein Templer-Rangabzeichen. Wie kommt das hierher? Es erzählt Lügen. Ja, aber das beantwortet die Frage nicht. Sieht aus, als hätte er Besuch erwartet. Wen? Schon wieder? Das ist jetzt das dritte Mal, dass sich die wichtige Information in einem Buch auf der ersten Seite befindet. Akonit. Schwer nachzuweisen, wenn man nicht weiß, wonach man sucht. Kann jetzt jeder in diesem Spiel Gift erkennen, indem man den Gegenstand, mit dem das Gift angewendet wurde, ansieht? Du hast Mirabeau vergiftet! Er vergiftete uns! Was für eine Überraschung. Der Einzige, der nie mit den Entscheidungen des Assassinenanführers einverstanden war, hat den Anführer der Assassinen getötet. Wir sind eine Armee. Und in einer Armee nennt man Frieden mit dem Feind auch Verrat. Ich wage dies zu bezweifeln, aber hey, was weiß ich schon über philosophische Ideale? Button-Mashing-Boss-Battle. Dafür wirst du mir danken.
Eines Tages. Ja, geh einfach einen Schritt zurück, anstatt nach links oder rechts. Dieser Abschnitt im Zweiten Weltkrieg beweist nur, dass dies ein wesentlich besseres Game hätte sein können, als es eigentlich ist. Typischer Textfehler, wie man ihn oft in Filmen sieht, wo es um Deutsche geht, ohne dass Deutsche daran beteiligt waren. Es heißt an allen Fronten und nicht auf. Ihr seht nicht aus wie diese blutrünstigen Revolutionäre. Und dies allein überzeugt mich, dich nicht abzuknallen, obwohl du schwer bewaffnet in den Palast geschlichen bist. Ich habe diese miese Tiefenschärfe in diesem Game schon erwähnt, aber das hier schießt echt den Vogel ab. Seht ihr die Bücher auf diesem Schreibtisch? Papierdokumente werden in einem Geheimfach in einem brennenden Kamin gelagert. Sie haben zwar keinen Kontakt mit dem Feuer, aber ich bin mir ziemlich sicher, die Hitze des Kaminfeuers würde diese Unterlagen negativ beeinträchtigen. Plötzlich habe ich Pulp Fiction Flashbacks. Was ist das? Unser Ausgang. Gib mir Deckung, ja? Eine geheime Tür zur Flucht circa eine Minute lang aufkurbeln zu müssen, widerspricht der Idee eines Notausgangs. Wegen kontraproduktiv. Alles in Ordnung hier? Gut, Korporal. Grandioser Schuss. Was kann so grandios und schwer dabei sein, mit einer Kanone auf eine Hauswand zu feuern? Verdient. Frankreich nichts Besseres. Du willst mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, Jaumont rekrutiert jeden Fanboy, den Mirabeau angepisst hat? Er wollte diesem Typen nicht die Hand geben und das reicht aus, um ihn zum Templerorden einzuladen? Es gibt reichlich Gründe, eben solche Leute nicht zu rekrutieren. Hab die Seile! Ich decke dich! Ja, gib mir Deckungsfeuer mit deiner One-Shot-Steinschlosspistole, welche eine Minute zum Nachladen braucht. Arno kann jedes Gebäude hochklettern, aber dieses Seil? Nee, nur dran rumbaumeln. Sieben Nonnen verführen einen Gemeindepfarrer zur Unzucht. Oder ein enorm bestückter Benediktiner sodomisiert mit einer Ziege namens Pius. Kann dieser Typ bitte die Story des nächsten Assassin's Creed Game schreiben? Er hat jetzt schon zum zweiten Mal etwas wesentlich Interessanteres vorgeschlagen. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit für Elise, hinter diese Wachen zu kommen. Das Einzige hinter diesen Wachen ist die Empore, auf der Jaumont eben noch stand. Was in Gottes Namen ist heute bitte am Place de la Révolution geschehen? König Ludwig wurde geköpft. Historischer Moment übrigens. Arnaud Dorian, der Rat hat entschieden. Euer Rang und Titel werden euch genommen. Und ich verstoße euch hiermit aus der Bruderschaft von Paris. Wozu brauchst du diese Bruderschaft eigentlich noch? Du hast alles bestens alleine gemeistert und eigentlich auch alle Informationen, die du brauchst, also fuck it. Nein, nein. Und wieder wurde die Taschenuhr gestohlen und deine Mission ist es, sie zurückzubekommen. Elise kann nicht wissen, wo Arno ist, noch dass er seine Uhr sucht und auch schon gar nicht, wer die Uhr hatte. Und doch hat sie ihn und die Uhr gefunden. Ich ertrage es nicht, dass mein Leichtsinn deinen Vater tötete. Skip. Sieh nur, was du uns eingebrockt hast. Maul halten da drin! Soweit ist es mit Frankreich nun gekommen. Parasiten saugen die Revolution aus! Was zum Fick ist mit dem Sound passiert? Dann los. Keiner dieser Wachen bemerkt, dass der Gefangene auf dem Weg zur Guillotine ein Schwert und eine Pistole an seinem Gürtel trägt. Ach komm schon, du hattest eine ganze Sekunde Zeit, um abzudrücken. Wo ist Jamal? Ich werde nie reden. Dann schrei. Wir sollten uns trennen. Wir sollten uns trennen, Klischee. Warum wird eigentlich nie einer von Trümmerteilen zerquetscht? Stattdessen werden sie immer nur an den Boden genagelt. Er entkommt! Schwester, du solltest froh sein, dass er sich verdünnisiert. Er könnte auch zurückkommen und euch beide mit dem Edenschwert ausknipsen. Warum tut er das eigentlich nicht? Am Ende können wir uns nur selbst vor unserem Verlangen schützen. Ende, welches philosophisch und traurig sein soll, ist weder philosophisch noch traurig. Ach, Abstergo wird die Katakomben nicht nach Germains Leiche absuchen. Die Knochen werden sicher zu beschädigt, zu verwest. Mit diesem Weisen sind wir fertig. Das war gute Arbeit, Novize. Au moment, haben wir etwa das gesamte Spiel damit verbracht, Jaumonts Überreste zu finden, welche sich nun in einem Clusterfuck mit anderen Gebeinen in den Katakomben der Stadt befinden, was die DNA der Person für Templer als auch für Assassinen unbrauchbar macht? Was ist denn mit dem Edenschwert? Arno ist damit durch Paris spaziert. Wo ist es? Braucht das keiner? Außerdem ganze 27 Minuten Abspann. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Disney-Prinzessin-Syndrom.
Deine Uhr ist kaputt. Das war's? Mehr hast du nicht? Hey! Fick dich! Mon Dieu! Er hat Sire de la Serre getötet! Ihr verdammten Schweine! Computer sagt nein.